Servus, ja, so Fotzeite. Ich gehe jetzt so eine Weihe runter und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich muss mal einfach was testen. Ja, ich habe letztens da jemanden am Weiher getroffen und so. Ja, weil ich habe dann da Fotos gemacht und dann ist der da hergekommen, oder das war eine Frau. Ja, alles voller Hundsträger und alles erschissen. Und ja, und jetzt habe ich gedacht, hey, ich gehe jetzt mal um den Weiher um und schaue, ob das wie viel Dreck da liegt. Ja, genau. Und check die Lage, hey. Und ich habe jetzt, also ich brauche, dass ich daher vor ungefähr 10 Minuten. Ich habe jetzt aber eine ganze Stunde gebraucht, ja, weil ich jetzt halt da überall so Ackerflächen und Feldflächen und ich frage halt, wie meine Sondengeierei quasi um Erlaubnis für die Besitzer halt. Ne? Mache ich nicht, dass ich da nicht frage. Und sagt, ja, da ging er viel, die fragen nicht. Ja, da kann keiner was sagen, so ungefähr, aber gut, dass ich halt frage. Ja, und ja, wenn du dich da unterhaltst und ob da einiges erfahren, da aus der Region interessant ist, zeig halt. Ja, und jetzt war ich quasi eine Stunde unterwegs für eigentlich 10 Minuten Fahrt. Ja, halt schauen wir mal, gehen wir um die Weihe, Lage checken, Hundstrick checken, Biber checken, Schnecken checken kann ich nicht sagen, weil da ist niemand unterwegs, ja. Außer mir, so mache ich das, verstehst du? Ja, you mean. Eins, Alter. Zwei. Aber pass auf, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich gehe jetzt einfach dafür und zahle das. Und wenn ich dann davon bin, dann zahle ich da, wie viel Hundstrick da liegt. Ja. Finde ich aber auch unmöglich, ohne Scheiße. Da gingen alle mit den Hunden umeinander, hey. Dann scheißen die alles voll, da links und rechts. Kannst du überhaupt nicht hin. Und ja, wegmacht jetzt keiner, dass sich der Teichbesitzer da nicht aufregt. Also ich dachte da schon links das Schüttel her, dass das kein Hundiglo ist. Kann ich nicht sehen, ohne Scheiße. Sollen sie den Scheißtrick wegmachen? Ja, aber okay. Dies war die dies, also waren jetzt quasi drei und dann ist der vierte, Alter. Ja, für die Teufel, ja, genau, also bis gleich. Ne, Alter, ich mach schon kleine da. Da hinten ist mein Auto, gell? Und das ist da, das sind ungefähr, ja, ich denke, dass das jetzt 20 Meter sind, ja. Habe jetzt 23 Keifeln gezahlt, halt, schau. Das ist quasi alles komplette Schissen, ja. Unglaublich, unglaublich. Und ich kann das im Endeffekt. Und auf der anderen Seite schaut es quasi genauso aus. Okay. Ja, da hat die schon recht gehabt, mir ist es nie aufgefallen. Und ja, haben ja das jetzt schon 30 Käfeln so ungefähr auf 30 Meter und da habe ich jetzt einfach keine Lust nicht. Ja, soll ja kein Scheißflug werden. Aber ist krass, hey. So nicht krass. Hey. Das, man, du magst immer irgendwas im Leben halt. Warte mal, geht dir tun. Ja, du magst immer irgendwas im Leben, magst einfach was. Irgendwas magst du halt, ne? Und dann weist dich irgendwer auf irgendwas hin, ja, so ungefähr wie wenn du da sitzt und dann kommt einer und sagt, hey, hörst du das Pfeife? Und auf einmal hörst du dann auch die 30 und dann bringst du das aber nicht mehr los. Kennst du das? Jedenfalls ist es da so auch, ich gehe quasi schon Jahre da um, ich habe mir da keine Beachtung geschenkt, ich habe schon gewusst, dass da mal was liegt und ich da nicht so nett hat. Aber wenn die hat mir das dann bewusst gemacht. Ja. Jetzt weiß ich das und finde das auch unmöglich, echt. Aber mei, so, also dann, let's fetz, check die Weihe! Was heute so richtig cool ist, ist das silberne Spiegelwasser. Ja, das ist so Silberwasser und das ist sehr windstill. Ja. Einmal frei. Und ich war gestern, war ich nachts so draußen halt. Eigentlich wollte ich aber ein Wichser Ding, Alter. Ja, weil manchmal habe ich schon geflockt und dann habe ich festgestellt, dass ich keinen Ton habe. Ne? Jedenfalls war ich gestern nachts so draußen, war bloß hinter dem Dorf draußen und mir gedacht, check ich die Lage mal in der Hut, Alter. Ja, wie so ein Gangster-Rapper, Alter, in der Hut. Ne? Und dann war der Mond da und dann eine halbe Stunde später war er weg. Weil ich habe mir schon gedacht, hey, fährst du jetzt dahinter? War quasi auch windstill und es ist halt einfach warm gewesen, ja, wie im Sommer. Ne? Ja. Und dann wollte ich daherfahren und mir gedacht, fotografiere den Sternenhimmel und den Mond, aber dann war der Mond weg und dann habe ich halt eine Playstation gespielt heute. Ja. Hm? Ja, der Biber wieder unterwegs. Da. Ja, so. Dann da drüber geschlüpft, hey. Dann da. Ja, das hat er dann sein lassen.
Und dann da war auch der Biber unterwegs, nennt man Biberrutschen, gell? Da so. Ich hab da noch nie einen Biber gesehen. Und das da, was du jetzt da siehst, also es ist so, der Biberbau, gell, die Burg, Alter, das war anders. Aber das liegt ja, ja, das sammelt der, da macht er quasi so Dinge, ich weiß jetzt leider den Fachbegriff nicht, ne? Und dann schwimmt er aber halt von seiner Burg zu dem Essen da, zu dem, ja, da isst er dann und dann schwimmt er quasi wieder zurück, ja. Der lagert das. Ich habe jetzt leider, weiß ich den Fachbegriff nicht, wie man das nennt, aber da baut er quasi sein Drive-In, Alter, ja. Und das noch da, Alter, das ist von mir, ja, also das ist nicht von mir, ich bin nicht der Biber, aber ich bin der letzte spazieren gegangen, schon ein bisschen her, wenn es quasi mein Status und mein Twitter und alles da quasi halt da überprüfst, dann hast du es damals mitgekriegt. Jedenfalls hat es mich da reingehauen. Also ich bin da gegangen und dann auf einmal, wamp. Ja, dachte ich bin weg jetzt da. Ja, seitdem ist das Loch da. Aber das ist quasi alles unterhüllt. Da vorne sind jetzt noch ein paar andere Löcher, ja. Ja, der Killer, Alter. Ja, da ist halt auch so ein Loch, gell? Das sind ja Riesenhöhlen da. Ne? Dass da keiner mit dem Auto vorbei reinfährt, ist ja der Hinweis. Da fährt einer noch auf. Die Löcher. Ja. Jetzt will ich, ob ich da für die gehe. Ich weiß es nicht. Ja, mal jetzt geht's so, dann gehe ich so und dann so und dann. Da ist ja der Otter auch da. Aber den hat noch niemand gesehen. Also man weiß, dass er da ist. Weil ja Wildkameras sein. Ne? Und ja, der wollen wir mal lieber bei der Biber zum Beobachten. Aber ja, ist halt nicht. Ne? Da geht auch der Biber raus und dann da kommt schon wieder einer mit seinem Hund. Ja. Mal scheißen, wo? Ja, unglaublich. Da, der Biber, der Biber. Da musst du gegessen, ne? Schau hier. Oder da? Das angemalt. Ja. Das schaut jetzt zum Beispiel zugeschnitten aus. Da. Vielleicht hat einer das gebraucht. Da, ja, das ist zugeschnitten. Halt, schneiden ja manche Leute schneiden irgendwo so. Weil es ist. Aber das ist jedenfalls abgebissen vom Biber. Da steht er und hinter dem Busch scheißt der Hund. Ja, jetzt ist er fertig mit dem Scheißen. Ja. Ja, und einfach weitergegangen. Ich kenne die Lage nicht, wie das ist, ob man das da raus und sauer macht. Ich mein, bin halt da hingewiesen worden drauf und ja, weiß ich nicht, Alter. Wenn ich jetzt einen Hund hätte und der scheißt daher, ey, ja, dann mach ich es doch weg. Ja. Darum habe ich ja keinen Hund, weil ich das nicht mache. Also für Teufel, Alter. Ja. Jedenfalls der Übeltäter, Alter. Ja, krass. Wenn ich jetzt an ihm vorbeigedacht, dann würde ich sagen, na, hat er geschissen. Oder? Unglaublich, hey. Unglaublich. Weiß ich nicht. Muss man nicht verstehen. Ja. Das bewegt sich, gell? Siehst du das? Und das Wasser halt ist so. Und das ist so, warum dass die Reiher alle dann immer da so stehen und dann so am Ufer warten. Ja? Weil die ganzen Fische, da kommen da, und dann nudeln sie da umeinander und dann ist das ein Festessen für die Reiher. Ja, da kannst du das echt schön beobachten halt. Immer halt. Jedenfalls ist es jetzt so, dass ich jetzt das Video beende, weil kommt nichts mehr. Geht's da noch rum. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Let's fetzen, dass du oben fährst. Tschüss.